Einen wunderschönen guten Tag hier auf der Gamsting, eine neue Runde LS15. So, ich war hier auf dem Weg hierhin. Genau, ich wollte nämlich zum einen mal hier gucken. Da fehlen wieder Kartoffeln, okay. Gut, dann können wir nämlich da nochmal eine Ladung Kartoffelchen reinschmeißen und dann kann die nämlich wieder starten hier die Anlage und ups, dann werden wir uns eben hier mal um die Verarbeitung hier noch ein bisschen kümmern, dass das Ganze eben ein wenig ordentlich hinterlassen wird und hier keine größeren Restbestände in den Maschinen verbleiben. Nicht, dass da noch irgendwas das Gammeln anfängt oder so. Das wäre schlecht. Oder der Diesel kaputt geht. So. Gut. Dann sollte die eigentlich gleich wieder starten, genau. Das tut sie auch. Sehr gut. Und wir schauen mal hier hin. Da war nämlich der Forge Master, war glaube ich gedämpfte Kartoffeln leer, wenn ich mich da richtig erinnere. Hauen wir die mal rein und schauen mal, was passiert. Ich glaube zwar, dass wir Weizen auch schon wieder reinschütten können, oder? Ja, Weizen können wir auch schon wieder reinschütten. Aber schauen wir mal, komme ich da jetzt an den Haufen überhaupt hin? Nachdem der Fan so blöd geparkt ist da. Ich weiß gar nicht, wer den da wieder geparkt hat. So. Bisschen was brauchen wir ja nicht so viel bei der Kiste. Ich glaube 2000 gehen maxim langsam reiten, also nicht ganz so sportlich hier fahren. Das wäre mal ganz gut, dann würde ich auch den Radlader nicht umschmeißen. So, gut, voll ist er. Dann sollte der jetzt dann gleich starten, eigentlich. Und ja, wir holen mal die gewaschenen Kartoffeln wieder. Ich wundert nur immer, dass die Kartoffelwaschanlage startet wahnsinnig schnell. Aber der Forage Master irgendwie nicht so. Also der. Das ist komisch. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir mal hier Le Palette holen. Genau. Dass da nämlich die nächste wieder gefüllt werden kann. Jetzt muss ich doch einen Fan wegfahren. Das hilft nichts. Das hilft nicht. Das hilft nicht. So. Da war ja, glaube ich, voll. Da geht sogar schon wieder was ein. Gut, da nicht. Ist auch recht. Dann da kein Wasser rein. So, machen wir den mal aus wieder. Und hüpfen wieder in unseren guten Radlader hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber Y geht noch nicht. Da ist noch zu viel drinnen. Ah ja, da ist eine nagelneue Palette erst reingekommen. Okay, gut.
dann eben nicht. Warum habe ich den jetzt ausgemacht? Kann mir das jemand erklären? Ach, da habe ich so. Ach, geh leck. Glück, Mensch. So. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir das. Haben wir das, haben wir das. Dann setzen wir die mal wieder hier schnell weg und schauen mal, ob wir ein paar gewaschene Kartoffeln hier in den. Ach, jetzt steht der wieder im Weg. Mensch. So, jetzt parken wir erstmal den Fendt richtig, dass der nicht im Weg steht. Müssen wir hier eigentlich den Schweinestall ausmisten? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich gehe fast davon aus, wenn wir es bei den Kühen machen müssen. So, schauen wir mal, was passiert, wenn ich da nicht zur Tür reinfahre. Doch. Ich will da rein. Das schaut danach aus. Ja, müssen wir sogar. Müssen wir sogar ausmisten. Sehr schön. Dann machen wir das doch glatt. Die Schweinchen. Ja. So, mal wieder keine Ahnung, ob das ankommt oder nicht. Ich glaube, ich hau das jetzt irgendwann mal in den Anhänger und kipp's dann dort ab. Was hier ein bisschen strange ist, ich sehe hier nicht, ob und wie viel da noch drin ist. Im Misthaufen oder im Stall an Mist. Das sehe ich jetzt nur über I, oder? Schweinchen, Schweinchen, Mist. Okay, zwei Schaufeln noch. Also irgendwie wird der Haufen nicht größer. Das ist sehr faszinierend. So, da. Dann noch ein kleines Schäufelchen und dann ist das auch schon wieder gut hier. Keine Ahnung. Ich glaube, ich schmeiße das alles irgendwo in die Tiefen der Map. So, gut. Leer sind wir. Passt perfekt. Dann ist nämlich bei den Schweinchen auch mal wieder sauber. Und gut. Okay. Haben wir das auch. So. Dann machen wir den mal aus hier. Du läufst, oder wie? Läufst du wieder? Ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus. So, so, wie viel haben wir denn schon wieder? Noch nicht viel mehr. Vier Stück. Mist, Silofutter. Ist das Silage dann, oder wie? Wahrscheinlich Silage. Könnte man mal so eine Handvoll hier raufbringen. Irgendwann. Irgendwann einmal. Wie? Hey, hey, hey. Einmal Schaufel festgebackt oder wie? So. Ach Mist, das geht ja mit der wieder nicht, oder? Geht das mit der? Doch, geht mit der. Geht sogar. Ja, falsche Hebelbewegung. So gut. Der könnte jetzt mal langsam starten, hier eine neue Palette zu füllen. Das wäre ganz recht. Gut. So, das erstmal. So, was haben wir jetzt hier? Gucken wir nochmal schnell durch, ob auch alles so wird. Das passt, der verarbeitet. Da ist auch schon ein bisschen was drinnen. Wie viel haben wir hier noch? Mein Gott, da ist auch noch so viel Zeug. Gut, dann haben wir es eigentlich hier oben erstmal wieder.
Es bringt jetzt auch nichts, hier blöd rumzustehen. Während der auch blöd rumsteht. So. Dann machen wir das mal so und tanken den derweil ab. Ja, solange natürlich die Zeit auf normaler Geschwindigkeit läuft, dauert das da oben dann doch seine Zeit. Mit der Gerste. Mit der Gerste. Oh Gott. Mit dem Schweinefutter natürlich. So, was ich aber noch schauen wollte. Hühner. Nö. Tomate. Wir haben 8800 Liter Tomate. Ich weiß zwar nicht wo, aber wir haben sie. Ah ja, genau. Also das zweite Lager ist, glaube ich, echt gedämpfte Kartoffeln. Auf jeden Fall haben wir 54.000 Liter gewaschene Kartoffeln. Also mit denen können wir erstmal arbeiten. Das wird noch eine Zeit dauern, bis die weg sind. Das definitiv. So. Dann starten wir mal hier wieder. Dass wir den wegfahren. Sonst kann der Drescher wieder nicht umdrehen und dann ist das wieder blöd. Dann müsste man dem Helfer helfen. Aber ich werde jetzt den Helfer wieder entlassen. Wenn ich sonst eh nichts zu tun habe, dann kann ich auch selber Drescher fahren hier. Und ja, ich glaube, Kühe war ja so weit, haben wir ja eh das letzte Mal schon Mischrationen und alles hergestellt. Von dem her, da ist eigentlich alles gut. Die Geschichte. So. Ich glaube, da. Ja, da muss ich jetzt nicht zwingend was tun. Das Einzige, vielleicht mal noch Stroh wieder auffüllen. Aber ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch überprüft, ob da alles voll ist. Also von dem her gibt es jetzt nichts anderes zu tun, als hier auf dem Feld Gas zu geben und eben hier die Gerste runterzuholen. So, Einsatz. Feuerwehr fährt schon wieder. Oder Krankenwagen, ich weiß es nicht. Okay. Alles klar. Im Moment geht es bei uns hier irgendwie jeden Tag fast. Ist mindestens ein Einsatzfahrzeug unterwegs hier an meiner Wohnung vorbei. Ich weiß nicht, was die Leute machen. Aber gesund leben tun sie nicht. Glaube ich zumindest. So. Gut. Das. Tja. So, das noch und dann jetzt bin ich echt gerade schwer am Überlegen. Was ich hier sonst noch zu tun habe. Nicht, dass ich irgendwas hier vergesse. Aber irgendwie fällt mir jetzt spontan so richtig nichts ein, was hier noch großartig zu tun wäre. Ups. Ja. Was auf jeden Fall mal eine Geschichte wäre, ein bisschen ordentlicher zu fahren hier. Das wäre schon mal so eine Sache. So, mal wieder unser guter Pfosten. Den werde ich vermissen. Nicht.
einmal hängen geblieben am Zaun noch zum Abschluss. So, dann nehmen wir das mal noch einmal noch mal kurz hier rückwärts rein und das sauber hier mitnehmen. Und dann beschließen wir die Folge auch schon wieder. Es ist schon wieder Ende im Gelände. So. Genau. Ich bedanke mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei einer neuen Runde hier auf der Garmsting. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.